Sie kann es sich noch länger auf der Gästecouch gemütlich machen, die Hauskatze des Gasthofs Post in Helmondshöth. Denn die Gastronomie bleibt vorerst geschlossen. Das hat die Bundesregierung am Montagnachmittag bekannt gegeben. Für den Wirt hier keine große Überraschung. Es hat sich ja abgezeichnet, dass sich da was nicht ändert. Und wenn wer genau zugekocht hat, dann hat es ja eigentlich vor mehreren Wochen schon geheißen, dass irgendwann im Februar mal die Lockerung daherkommt. Aber eigentlich erst Mitte Februar wieder sich darüber unterhalten wird, ob denn ab Anfang März in der Gastronomie wieder was möglich ist. Für die LT1 Social Media Community ist die weitere Verlängerung des Lockdown-Light allerdings eine Enttäuschung. Die überwiegende Mehrheit wünscht sich eine sofortige Öffnung der Gasthäuser und Restaurants. Gastro sollte schon längst wieder aufsperren. Dann müssen wir uns nicht ständig in der Garage auf ein Bier treffen. Aufsperren und Hausverstand einschalten. In den letzten Monaten ist es still gewesen rund um die Gastronomie. Dafür hat sicherlich auch der 80-prozentige Umsatzersatz in den Monaten November und Dezember des Vorjahres gesorgt. Das war schon sehr, sehr cool und hilfreich, was man denn da gekriegt hat und an Unterstützung einem zugekommen ist. Ja, das hat schon wirklich gut gepasst und hat uns für diesen Moment dort gerettet. Vor 2,5 Jahren hat sich Martin Rittberger gemeinsam mit seiner Frau Julia selbstständig gemacht. Den Beginn ihrer Unternehmergeschichte haben sie sich allerdings anders vorgestellt. Ich weiß nicht, ob wir die Entscheidungen gleich getroffen hätten, wenn uns das im Vorfeld einer gesagt hätte, dass wir in den nächsten 2,5 Jahren ein Jahr davon in Pandemie verbringen werden und irgendwie schauen müssen, dass wir da halt einfach wirtschaftlich durchkommen. Ein Minusgeschäft ist es für die Post aber auch aktuell nicht. Lieferdienst, Fixkostenzuschuss und Kurzarbeit retten den Nuller. Aber auch das wird irgendwann einmal auslaufen und dann wird's eng. Trotzdem sollte es keine Schnellschüsse geben. Ich glaube, man kann sich ja da gerne wieder eines Besseren belehren lassen, dass es schon mehr Sinn macht, eine oder andere Woche mehr zuzuwarten und dann mit weniger Einschränkungen aufsperren, als wie jetzt schnell, schnell, schnell. Wobei man schon mitbedenken muss, dass es halt in der Gastronomie nur diese Kehrtwende braucht, dass man Leute wieder zaumlässt, wo sie dabei die Masken overdone, auch wenn es nur im kleinen Kreis ist. Und dort sind wir, glaube ich, nur ein gescheites Stückchen davon weg. Die große Herausforderung aktuell, die Mitarbeiter, die in Kurzarbeit sind, bei Laune halten. Wovor der Helmondshöther Postwirt warnt, sind Umschulungsangebote für Köche und Kellner. Bitte lasst unsere Leute, die wir noch haben und die bei uns noch arbeiten wollen, auch bei uns da. Weil wenn wir das auch noch tun, dass wir das jetzt aktiv betreiben mit Umschulungen und mit irgendwelchen Aktionen, dass man die woanders hinbringt, vorübergehend irgendwo mithelfen oder so, das gehört weg. Also das ist jetzt einfach meine persönliche Meinung. Weil wir versuchen, die beieinander zu halten, eine gewisse Dynamik beizubehalten und mit dem die Truppe bei Laune halten und schauen, dass man dann, wenn es wieder losgeht, dann, wann wieder absehbare Planbarkeit kommt, dass man in dem Kreis, wie man es gewohnt ist, wie es der Gast vor allem gewohnt ist mit den Leuten, mit den Gesichtern, wieder loslegen kann. Laut Regierung wird die nächste Entscheidung am 1. März getroffen. Martin Rittberger rechnet mit einer Öffnung frühestens zu Ostern. Bis dahin kann es sich die Hauskatze des Gasthofs Post noch weiterhin auf den Plätzen der Gäste gemütlich machen.